Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Academy. Kommentiert von Ramsky Radar das Ganze. Bevor wir mit der Folge anfangen, kleiner Disclaimer. Weil ich ja immer alles in einem Rutsch aufnehme und dann langsam hochlade, ist die letzte Folge für euch nicht lange her, aber für mich sehr lange her. Das heißt, wenn ich mich deppert anstelle, dann nehmt es mir nicht übel. So, wir sind auf Coruscant, der Schaltzentrale der Neuen Republik, ehemals der Alten Republik. Und wir müssen was gegen Schwarzmarkt-Druiden machen. Und da hat uns jemand gerade die Brücke unterm Popo weggesprengt, fast. Das heißt, wir müssen einen Alternativweg suchen. Und hier habe ich auch schon was gesehen, gerade eben. Ja, das sieht doch gut aus. F4 war schnell speichern. War es nicht. F5 war schnell. War es auch nicht. Moment. Setup. Spieloptionen. Soundmods Standard. Ach nee, Steuerung wahrscheinlich, ja. Schnellspeichern. Wo gibt es Schnellspeichern? Sonstiges. Tastenkürzel. F10. Das ist gut zu wissen. So. Wuhu! Hui. Ich habe dazugelernt und bin meinen ersten Sprung seit Ewigkeiten nicht darunter gesegelt. Und das ist schon mal ein Fortschritt, würde ich sagen. Ah! Mit dem Scharfschützengewehr. Ja, super. Nee, das funktioniert nicht. Sorry, Leute. Oh, du lebst noch. Hast du das gut überlegt? Du wärst lieber liegen geblieben. Da hätte ich dich leben gelassen. Menschenskinder, da kommt... Der läuft zickzack wie ein Hase. Da kommst du jetzt in die ewigen Jagdgründe. Ich habe nichts gegen Rodianer, Leute. Nur wenn sie mich töten wollen. Ach du dicker Blechschaden. Rodianer mit Scharfschützengewehr ist übrigens noch viel gefährlicher als Rodianer ohne Scharfschützengewehr. Hat er mich getroffen? Hat mich getroffen, Frechdachs. Frontal Assault. Und ja, Assault wird im Denglischen so ausgesprochen. Weiß nicht. Ich kann ganz gut Englisch, aber irgendwie, wenn ich dann zwischen Deutsch und Englisch wechseln muss, dann funktioniert das nicht. Ups. Eieieiei. Hast du Muni für mich? Nee, hast du nicht. Aber wer auch immer das Ding hier geparkt hat, ist eigentlich ganz schön nett, ne? Nein, das wird nichts. Das wird was. Oh, Gott sei es gedankt, dass das... Oh, oh, da ist ein Weequay. Was geworden ist. Sorry, Mr. Weequay. Wieso habe ich einen Buki-Bogenschwanger in der Hand? Hm. Ja, solange er funktioniert. So, hier ist ein schöner Lichtkegel nach oben. Ich habe gerade mal eben nach unten geguckt, dass wir nicht rückwärts in den Tod rennen. Das wäre jetzt nichts Neues für mich. Aber wäre dann doch besser zu vermeiden, wenn es halt irgendwie geht, das zu vermeiden, ne? So, ich guck mal hier rum. Noch ein Lichtkegel, aber nichts Interessantes. So, das war's eigentlich. Gehen wir halt andersrum. Auch gut. Wenn sie uns auf der Seite nicht wollen, nehmen wir halt die andere Seite, ne? So, bin mal ein bisschen vorsichtig hier. Wer weiß, wann der nächste V-Quay wieder... Oh ja, da sind die V-Quays. Nein, V-Quays sind es nicht. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht beleidigen, liebe Leute. Ihr seid Menschen, aber ihr wollt mich trotzdem umbringen und das seid deswegen mit Vorsicht zu genießen. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir weiter? Hier gehen wir weiter. Aber nicht, bevor wir nicht schnell speichern. Weil ich kenne mein Talent, daneben zu springen. Und ich möchte dieses Talent so wenig wie möglich nutzen. Hey, das war effektiv. Ich kann verstehen, warum Chewie diese Waffe nutzt. Aber immerhin sind wir im Moment, wir sind Jedi und wir sollten uns auch als solcher verhalten. Als Jedi schießt man nicht einfach Leute, nein. Als Jedi knüttelt man sie mit dem Lichtschwert um. Also aber natürlich nur, wenn man selbst angegriffen wird. Ansonsten versuchen wir immer die diplomatische... Ich höre einen Bummball. Mach Bumm. So. Ansonsten versuchen wir natürlich immer die diplomatische Lösung zu wählen. Wir haben ja auch schließlich kein blaues Lichtschwert. Wo ist denn der Kerl? Bist du das? Wo ist mein Lichtschwert? Seht ihr, Leute? Deswegen nutze ich kein Lichtschwert. Erstmal hier in Sicherheit bringen. Gib mir mein Lichtschwert wieder. Ich krieg mein Lichtschwert nicht wieder. Ja, ich habe mein Lichtschwert verloren. Ah, nicht gut. Aber immerhin habe ich jetzt die Möglichkeit, mein Lichtschwert wiederzufinden, indem wir schnell Laden machen und ich wieder mein Lichtschwert habe. Ah, Menno, wieso passiert sowas immer nur mir? Ich meine, Max ist ja absoluter... Also ihr kennt ja den Max, ne? Ich nehme an, dass jeder, der dieses Projekt von mir guckt, auch weiß, wer Max ist. Und Max ist ja ein absoluter, ja, Maestro in Sachen Jedi Academy und Jedi Outcast und so. Also generell diese Spiele-Engine hier. Und er konnte es nicht nachvollziehen, wie ich schon so oft mein Lichtschwert verlieren konnte. Ich meine, genuinely verloren. Also wirklich nicht wiederkriegen durch Macht,
hier macht Schub ist was anderes. Das Gegenteil von macht Schub ist macht Griff, genau. Ich scheine was sehr Besonderes zu sein. So, jetzt kommt wieder der Boomballwerfer und wirft mit seinen Boombällen. Wir verknödeln uns. Okay, ich versuche mal rauszufinden, wo der ist, dieser heiße Kartoffeln werfende Mensch da oben. Super, okay, dann heißt es, ich kann auch was gegen ihn machen. Wenn ich da hochkäme, könnte ich was gegen ihn machen. Hm. Das ist unerfreulich. Gut, nehmen wir halt den Umweg und... Oh, 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 habt ihr das gesehen? Da war... Uiuiui, aua, das tut weh. Ah, ich bin auch so blöde hier. F10, ey. Nicht, dass ich jetzt nochmal hier runterschmädel. So. Ah. Kann man hier sich flüchten? Kann man. Ah, sehr gut. F10. Leute, als ich aus dem Menü wieder rausgekommen bin, da hat er das automatisch gemacht. Das war nicht ich. Also, das wollte ich euch nur kurz gesagt haben. Gut, Boomballwerfer. Geht es dir an den Kragen? Sorry, man. Jetzt... Jo, das war stilvoll. Boomballwerfer wurde desintegriert. Und wir haben uns mit einem Sprung gerettet vor seiner letzten Attacke. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Nein, falsch. Bitch, falsch, falsch. F. Scheint er immun gegen zu sein. So, hau ich einfach mal mit ihm rauf. Auf ihn rauf mit dem Lichtschwert. Oh, weg ist er. Hoffentlich knallt er nicht auf einen der Gleiter da unten. Das wäre ungut. Und wenn man noch von der... Coruscant Sicherheitskräften verhaftet, weil wir den Straßenverkehr, also den Luftverkehr negativ beeinflussen. Da ist die Frau wieder. Das heißt, unser Landeplatz... Genau, da. Nee. Sam Wessels Speeder. Cool, das Easter Egg. Oder vielleicht ist es gar kein Easter Egg. Vielleicht müssen wir da weiter. Also da oben ging es ja nicht weiter. Also müssen wir da unten wahrscheinlich weiter. Super. Sam Wessels Speeder. Das haben sie cool gemacht. Erstmal müssen wir uns um die Söldner hier kümmern. Ja. Dem haben wir die Birne ein bisschen umgestaltet. Und den Trandos müssen wir ihre Feuerorgien auch ganz kurz unterbrechen. Jetzt gucken wir nochmal Sam Wessels Speeder an. Ist natürlich ein bisschen sehr eckig, das Modell hier, aber es ist die Zeit, das Spiel ist alt. Über 15 Jahre? Ich glaube, über 15 Jahre alt ist das Spiel. Manometer. Oh, ich werde alt. Hilfe, ich werde alt! als das Spiel rauskam, da war ich auch schon bei Bewusstsein und habe auch schon so ein bisschen Computerspiele und so gespielt. Und jetzt ist das 15 Jahre her oder noch länger. Oh, dicker Blechschaden. ja. Wollen wir uns nicht weiter mit meinen traurigen Alterungsgeschichten... Ah, Erwa aktivieren. Alterungsgeschichten beschäftigen, sondern kurz unsere Munition aufladen. Und... Ich sollte auch mal kurz eine Jedi-Heilung versuchen. Das ist das Gegenteil von Jedi-Heilung. Das ist auch nicht gerade die Jedi-Heilung. Ist auch nicht... Nein. 6, 7, 8. Das war ein Screenshot. Gut, das wollte ich auch nicht. Leute! Man merkt, ich habe das Spiel... Es ist eine Weile her, seitdem ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Sorry! Heilung, F6 oder F7. Ja, super, das passt doch. Nehme ich F7. 7 ist eine schönere Zahl. Ja, sind wir bei 85 angelangt, das reicht. Und hoch hier. Ein langer Aufzug. Aber mit Arbeitssicherheit und so haben sie es bei Star Wars nicht, ne? Wenn da einer mit der Hand dazwischen kommt. Also. In Deutschland wäre dieser Aufzug nicht zugelassen worden. Sorry. Es besteht eine geringe Chance, dass du das überlebst. Jedenfalls mehr, als wenn ich dich auf dich mit dem Lichtschwert eingehakt hätte. Oh, die Frau. Ui, das will ich nicht vor. Wer auch immer da sein Apartment hat, sorry. Was haben wir hier? Haben wir einen Keldor. Oh, ich bin doch blöd. Ich wollte mir immer mal so ein... Das hier ist ja das Aurebesch, das Star Wars Alphabet. Ich wollte mir immer mal so eine... Ich habe Schritte gehört. Gefährlich. Moment, Leute. Ich werde weiter philosophieren, wenn die Gegner eliminiert sind. So. Da sind noch zwei. Gehen wir mal ein bisschen im... Moment, noch drei sind da. So, der Droide ist... Haben wir irgendwas in Sachen...
EMP haben wir nicht. Gut. Dann werden wir ihm halt alt hergebracht an den Kadaver nehmen. Zu Leibrücken, das war es, wonach ich gesucht habe. Menschenskinder, der ist aber auch widerstandsfähig. Vielleicht sollte ich doch mal meinen Leuchtsäbel nehmen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber immerhin habe ich jetzt die Möglichkeit, euch zu erzählen, was ich euch erzählen wollte. Und zwar diese... hier ist mal wieder rausgekommen. Super. Wisst ihr was, Leute? Ich hole euch zurück. Eine ganz kurze Information, Leute. Ich habe doch noch über den Arbeitsschutz bei diesem Aufzug geredet, ne? Ich habe es gerade geschafft, mich mit diesem Aufzug zu verletzen und 8 Lebenspunkte zu verlieren, wollte ich euch nur mal gesagt haben. So, Leute, da sind wir wieder. Und ich möchte euch noch was sagen. Ich habe es beim zweiten Mal jetzt wieder hochfahren geschafft, mir sogar 80 Lebenspunkte zu kosten mit diesem Aufzug. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffe. So, liebe Leute, dann habe ich euch jetzt wieder geholt. Ungefähr hier sind wir vorher stehen geblieben. Da sind auch jetzt 2 Feinde am Leben. Einmal dieser Söldner, der ist weniger das Problem. Viel größeres Problem ist der Druide. Hallo? Hallo? Okay, wir wissen, wir dürfen nicht zu nah ran. Dieser Schild tut weh. Das heißt, wir sind jetzt mal fies. Hat nicht viel geholfen. Und weg ist das Lichtschwert. Ja, das hat was geholfen. Super, da haben wir ihm die Beine verbrutzelt. Juhu! Mitten durch die Mitte. Okay. F10. Oh, nicht F9. Das wär schlecht gewesen. F10. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen euphorisch wegen diesem überstandenen Kampf. Sorry. Was ich euch sagen wollte. Ich wollte mir lange schon mal eine Entsprechung des Aurebesh-Buchstaben und mit dem normalen lateinischen Buchstaben neben den PC legen, wenn ich aufnehme, damit ich dann sowas da entziffern kann, aber ich habe es immer noch nicht gemacht. Schrecklich. Aber es scheinen Hologramme zu sein. Können wir nicht mal kaputt machen. So. Niemand hier, niemand hier. F10, wir wissen ja, wie ich springe. So. Wer will denn sowas fahren? Also ich bitte euch, Leute, da gibt es echt schönere Sachen. Zum Beispiel Sam Wessels Luftspeeder. Sorry, man. Ich glaube, ihn runterzuschubsen ist immer noch der humanere Weg, als das Ganze... Gut, hier haben wir keine andere Wahl, mit dem Lichtschwert zu machen. Ja, ich bin schließlich ein Jedi. Das, also hier in dem Spiel. Das, ach du Digga, Schaden. 4 auf einmal. Seid ihr ernsthaft, Leute? Habt ihr keine Freizeit? Kommt nicht irgendwie super... Was gibt's für Star Wars Sport an? Holoball, genau. Holoball und Holoschach. Im Fernsehen. Ah, da oben ist einer. Ja, damit kommen wir nicht weit. Sorry, Boy! So. Also das da hinten war so ein Computerspieler wie ich. Der steht einen Meter hinter mir und schafft es nicht, mich zu treffen. Eieieiei. So. Die rücken wir auch noch zu Leibe. Das hat er überlebt. Also diese Wachen sind robust. Das muss man ihnen lassen, ne? So, machen wir mal hier F10. Schnell speichern, super. Hier hinten gibt es bestimmt noch irgendwas Nützliches. Oder hier oben. Weder noch. Ich bin enttäuscht. Hier klopft was. Haben sie da einen in der Kiste eingesperrt? So. Springen will gelernt sein. Ich kann es... Habe es nicht gelernt. Ich glaube... da unten. Im Zweifelsfall, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht, einfach dahin, wo die Schüsse herkommen. So. Mittlerweile wissen wir ja schon zumindest ein bisschen, wie wir diese Art Droiden klein kriegen. Ja. Wundervoll. Wir brutzeln den so ein bisschen mit Machtblitz und dann werfen wir da das Lichtschwert drin. Das funktioniert wunderbar. So. Ah, hier hinten gibt es das, was ich suchte. So, zwischendurch heilen wir uns auch mal wieder. Wir sind ja schließlich Jedi, wir können das ja. So, hier gibt es wieder ein bisschen eine Schlucht dazwischen. Das heißt, wir nehmen schön Anlauf. Sieht schön aus, wie der rückwärts rennt, ne? Nicht. Und... Hops. Ah, so liebe ich das. Nicht runterzufallen, meine ich damit. Von da sind wir gekommen, da sind wir rübergegeistert. Hier sind wir hier. Wo geht's weiter, ist die Frage.
Ah ja, hier, das sieht gut aus. Und genau, jetzt sind wir hier bei der Brücke, die uns am Anfang verwehrt geblieben ist. Und da ist unser Schiff. Und das muss sehr gute, starke Repulsoren haben, dieser Teil der Ladefläche. Quatsch, nicht Ladefläche, Landefläche. Das bin doch wieder nicht. Das bin... Leute! Ich hab's schon wieder geschafft, dass eine Tür mir wehtut. Oh, dunkle Jedi. Sehr schön. Oh, aber der scheint sein Lichtschwert verloren zu haben. Braucht er aber auch gar nicht, denn er hat die Macht. Ah. Jetzt hat er sich selbst... Sorry. Es klatscht auf der Windschutzscheibe drauf. Erinnert so ein bisschen an Episode 2. Aber es besteht die Chance, dass er das überlebt. Müssen wir also aufpassen. Und genau so bricht man sich den Hals. Oh. Wie... Ey. Ich glaube, diese Tür ist kontrolliert von dem Sith da. Also von dem dunklen Jedi. Extra programmiert, dass sie mir auf den Kopf fällt. Schon zum dritten Mal jetzt. Naja. Mist. Das war ganz gut, aber dann war unsere Machtenergie alle. Ich dachte, die Jedi wären stark. Na, wir gehen mal wieder hier raus. Super. Hm. Die Tür ist garantiert von dem Kerl kontrolliert. Die Jedi ist entkommen. Nein, nicht F4. Ah, F5. War es das schon? Was haben wir jetzt gemacht? War ich das? Sorry. Ich habe echt nicht... Ich weiß echt nicht wirklich, wie das jetzt zustande gekommen ist, dass der jetzt da liegt. Vielleicht ist er in sein eigenes Lichtschwert gefallen. Das kann natürlich auch sein. So. Schildenergie. Das ist ja wunderschönste Ding in diesem Spiel. So, Munition. Auch nicht schlecht, aber nicht so gut wie Schildenergie. Schildenergie klingt auch lustiger. Das klingt so blub, 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 blub. So, als würde man was in sich reingluckern. Natürlich nur Limonade. Ne? So. Also, wer immer diese Halle hier entworfen hat, hat einen Sinn fürs Martialische. Ah, gibt nur einen Weg. Ob die Tür mir auch wieder auf den Kopf fällt? Nein. Dafür gibt es wieder einen Aufzug. Das heißt, ja, erneute Möglichkeit, dass ich mir wehtue. Also, Stil hat er. Der Teppich ist nice. Wie bist du hier raufgekommen? Mit dem Aufzug. Ach, egal. Wenn du Ärger suchst, bist du hier genau richtig, Jedi. Hat er seinen Panic Room aktiviert? Oh! Bevor wir da mit unserem Lichtschwert reinstolzieren, werfe ich da erstmal so ein bisschen Granaten rein. Das kann ja nicht schaden. Wir haben ja ein paar davon. Die müssen ja auch zu irgendwas gut sein. Oh, zwei schon hin. Das ist super. Zwei hin, zwei im Sinn. Der dritte liegt auch da nieder. Und den vierten wollen wir mal ein bisschen stilvoller loswerden. Oh, das war fast, das ging fast in die Hose. Da haben wir wieder unser Lichtschwert verloren. Aber wir kennen die Taktik. Wir grillen ihn und hauen ihn. Oh. Jetzt hat er nicht mehr genug Machenergie für den Lichtschwertwurf, beziehungsweise der kam dann zu spät. Na, dann werden wir erstmal ein bisschen Machtenergie aufladen. Und dann können wir immer noch uns den Kerl vornehmen. Sollte einen Jedi lehren in... Und jetzt reden wir über diese Killer-Droiden. Okay. Wo ist eure Fabrik? Versteckt auf Nar Shaddaa. Wenn du mich in Ruhe lässt, verrate ich dir die Lage. Jetzt kommst du mit mir mit. Aufgrund der Informationen, die du von Rector erhalten hast, haben Agenten der Neuen Republik die Droidenfabrik auf Nar Shaddaa stillgelegt. Gute Arbeit, Jaden. Oh, dürfen wir nicht nach Nar Shaddaa? Das ist schade. Naja. Luke möchte jetzt seinen Plan vorstellen, wie wir die Kultanführer finden. Komm zum Besprechungsraum. Gut, das beim nächsten Mal.